Es ist heiß. Es ist so richtig heiß. Und am Lausitzring, der von seiner Form ja sowieso einem Kochtopf nahe kommt, scheint es noch mal heißer zu sein. Die Hitze reflektiert vom Asphalt. Dazu Autos, die ja schon grundsätzlich eine gewisse Betriebswärme ausstrahlen. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie müssten in einem Rennoverall auch noch ein Rennen fahren. Jetzt bei der prallen Mittagssonne, da wird es schon warm. Aber ich finde, es gehört irgendwie zum Motorsport dazu. Ich finde, also mir macht Spaß, im Gegenteil. Auf die Distanz wird es natürlich schon hart, aber es ist schon auf jeden Fall so ein bisschen Spiegelei-Charakter, ja. Wie ein Spiegelei also. So ungefähr. Ja, wir haben es ausprobiert, aber dazu später mehr. Zurück zum Rennenfahren. Also wie macht man das? Wie geht das Rennenfahren bei solchen Temperaturen? Wie hält man das aus? Die einzige Möglichkeit, die ich momentan gesehen habe, ist bei uns im Zelt. Da haben wir ein kleines Planschbecken aufgebaut und da werden wir uns da mal reinstürzen heute Nachmittag. Aber im Moment ist es wirklich hardcore im Auto. Eine Abkühlung dann, egal wie, in irgendeiner Form, werden wir dann schon irgendwas finden. Hoffentlich mit kaltem Champagner, das ist natürlich immer das Beste. Okay, aber der Mensch ist ja nur die halbe Miete. Was macht man aber mit dem Auto bei dieser Hitze? Es hilft offensichtlich Blasen. Ventilator, Laubsauger oder auch reflektierende Folie scheinen ganz gute Mittel gegen die Wärme zu sein. Aber geht das nicht einfacher? Wo genau kann man denn bei Ihnen im Auto die Klimaanlage einschalten? Ich habe den Knopf selbst noch nicht gefunden. Ich lasse mir das gleich nochmal erklären. Es gibt keine Klimaanlage, es gibt nur eine Lüftung. Nicht mal eine Klimaanlage ist verbaut. Was tut man nicht alles, um Gewicht zu sparen? Doch, was ist das? Die Jungs mit der Corvette scheinen einen Kniff gefunden zu haben. Keine Seitenfenster, das ist es doch. Jetzt noch Ellenbogen raus und Frischluft rein. Ja, eigentlich leider nein. Also dadurch, dass wir relativ schnell fahren, geht der Wind eigentlich direkt vorbei. Eigentlich eher noch ein Nachteil, dass wenn ein Gegner von uns vor uns in Dreck etc. fährt, dass wir den ganzen Staub und den ganzen Sand noch abkriegen. Aber einen Vorteil vom Fahrtwind hat es leider nicht. Es ist und bleibt eine wahre Hitzeschlacht. 40 Grad Luft, 45 Grad Streckentemperatur und rund 60 Grad im Auto. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist das doch noch etwas zu wenig, um ein Spiegelei wirklich gar zu bekommen. Dennoch geht es heiß her beim ADAC GT Masters und immerhin drei Fahrerduos haben pro Rennen ja die Chance auf eine besonders wohltuende Abkühlung. Dem Rest bleibt da wohl nur der Sprung ins Planschbecken.